Emma, du, wegen der Perlenkette ist wieder alles in Ordnung. Wollte ich dir nur kurz sagen. Was? Ist sie wieder aufgetaucht? Nein, das nicht. Aber Frieda macht deswegen überhaupt kein Drama. Er verhält sich wie ein Gentleman. Ja, ich weiß. Na gut, bis später. Rosalie? Ja, Emmerlein? Damit ist die Sache doch jetzt noch nicht gegessen. Was meinst du? Ja, man muss doch versuchen, die Kette irgendwie... Was? Die Kette wiederzubekommen. Hast du den Verlust angezeigt? Ja, ich habe im Hotel Bescheid gesagt, aber die Kette ist weg. Warst du nicht bei der Polizei? Ja, aber das musst du doch. Emma, was macht die Polizei schon, hm? Die nehmen den Diebstahl auf und das war's dann. Darüber hinaus rühren die keinen Finger. Rosalie, wie kann dir das so egal sein? Ich meine, bist du diejenige, die die Kette verloren hat? Emma. Schau, es ist richtig. Ich habe die Kette verloren. Aber überleg doch mal, wo Felix und ich waren. In Salzburg? Nicht irgendwo. Wir waren im besten Hotel der Stadt. Irgendjemand hat die Kette da gefunden und mitgehen lassen. Vielleicht war es jemand vom Personal, aber vielleicht auch ein Gast. Ja, jedenfalls war es jemand, der es verdient hat, für den Diebstahl bestraft zu werden. Stell dir mal vor, ich hätte da Alarm geschlagen, hm? Und alle wären durchsucht worden. Verstehst du das? Nein, verstehe ich nicht. Dann wäre die Kette womöglich gefunden worden. Emma, es gab da eine Menge hochrangiger Persönlichkeiten. Aus Politik und Showgeschäft. Was glaubst du, was da los gewesen wäre? Du brauchst gar nicht mit den Schultern zu zucken. Hm? Wir hätten ganz schlecht dagestanden. Ich und vor allem Felix. Die würden Felix sicher nie wieder einladen. Rosalie, entscheidend ist doch, dass derjenige, der die Kette gestohlen hat, dafür bestraft wird. Egal, ob das ein Promi war oder nicht. Also, wenn du das nicht verstehst, kann ich dir auch nicht helfen. Hm? Und? Werden Sie sich jetzt auf die Suche machen? Es muss Sie doch interessieren, wer Ihre leibliche Mutter ist. Wie es aussieht, ist sie auch tot. Was? Oh mein Gott, es tut mir leid. Das Thema hat sich wohl erledigt. Hat Ihnen Ihr Vater denn wenigstens was erzählen können? Nicht gerade viel. Sie sind sicher sehr traurig. Ich kannte sie ja nicht. Ist ja auch besser so. Wieso? Sie war wohl nicht gerade ein guter Mensch. Hat es ihr Vater gesagt? Ja. Oh, ich glaube, ich muss mal wieder ins Bett. So fit bin ich dann doch wohl noch nicht. Danke fürs Zurückbringen und schlafen Sie sich mal so richtig aus. Hm, mach ich. Tschüss. Wenn ich sowas Wertvolles verlieren würde, dann wäre ich mit den Nerven total am Ende. Aber Rosalie scheint es egal zu sein. Oder tut sie nur so, weil es ihr peinlich ist? Wie kann sie sich damit zufrieden geben, dass Frieda so ein netter Kerl ist? Also wenn sie nicht zur Polizei geht, dann mache ich es eben. Hallo, Frieda. Hallo, Emma. Darf ich mich kurz zu dir setzen? Gern. Danke. Ich wollte dir nur kurz eine Frage stellen. Es klingt jetzt wahrscheinlich total komisch. Tja, da bin ich mal gespannt. Es geht um die Perlenkette. Kannst du mir sagen, wie viel die wert ist? Also ich frage dich das deshalb, weil ich den Verlust der Kette melden will und dafür muss ich den Wert angeben können. Versteh mich bitte nicht falsch, aber wenn ich dir ein Geschenk mache, möchte ich den Preis gern für mich behalten. Ja, klar. Natürlich. Entschuldige, das war eine blöde Idee von mir zu fragen. Emma, warte.
10.000 Euro. Was? Das ist nicht wahr. Doch. Du hast mir ein Geschenk für 10.000 Euro gemacht? Einfach so? Frieda, warum? Dir eine Freude zu machen, ist unbezahlbar. Unsere Firma. Auf die Frau, die uns spielend leicht den nötigen Kredit besorgt hat? Das war gar nicht so schwer. Die Idee ist einfach großartig. Aber hör zu, ich möchte, dass wir es langsam angehen. Ich will auf keinen Fall, dass du dich wieder überanstrengst, okay? Ach so, ja. Ich muss erst mal richtig gesund werden. Aber ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mehr so lange dauert. Ganz sicher. Tschüss. Entschuldigung, aber ich wollte nur kurz gratulieren. Zu eurem gemeinsamen beruflichen Erfolg. Vielen Dank. Danke. Wir sehen uns morgen früh? Vor dem Frühstück. Ich meine, wenn ich sie hier so sehe, wahrscheinlich ist ihre Erkrankung ganz harmlos. Aber wir sollten das große Blutbild trotzdem machen. Sicher ist sicher. Da haben Sie bestimmt recht. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Gleichfalls. So mütterlich kenne ich sie überhaupt nicht. Meinst du, ihr werdet euch irgendwann wieder vertragen? Willst du eine ehrliche Antwort? Ich glaube nicht, dass sie irgendwann wieder eine Mutter für mich sein kann. Komm, eigentlich sind wir zum Feiern hier. Wir nehmen noch einen Schluck. Nee, lass mal. Ich sollte sehen, dass ich nach Hause komme. Ich muss morgen früh aufstehen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Marokko. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Von wem redest du denn? Von Werner. Jetzt fällt ihm auf einmal ein, dass er nach Marokko fliegen will. Das heißt, dass wir unseren Trip nach Kanada vergessen können. Das ist aber schade. Ich hätte deinen Vater so gerne besser kennengelernt. Ich kann mir das nicht jedes Mal wieder bieten lassen. Was willst du denn machen, hm? Ich muss ein paar grundlegende Dinge klarstellen, ganz einfach. Ich verstehe ja, dass du wütend bist, aber willst du dich wirklich wegen sowas mit Werner streiten? Hm? Ja, wenn es unbedingt sein muss. Du kennst ihn doch, er wird deswegen nicht zurückstecken. Hm? Lass ihm doch einfach den Vortritt. Spar dir deine Energie für die wirklich wichtigen Auseinandersetzungen. Die wirst du mit ihm noch haben. Rosalie, was ist mit Kanada? Na ja, dann warten wir ein paar Monate und fahren eben im Sommer. Im Sommer ist es zu heiß. Ach, heiß ist gut. Hm? Außerdem kann ich mich dann um die Renovierung vom Badezimmer kümmern und wir kommen schneller zu unserer perfekten Traumwohnung. Hm? Du schaffst es immer wieder. Was? Du schaffst es jedes Mal wieder, mich aufzumuntern. Mit deinem positiven Wesen. Das liebe ich so an dir. Das ist auch der Grund, warum ich mit dem tollsten Mann weit und breit zusammen bin. Au.